Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. Willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen das frisch erschienene Resident Evil Village. Oder auch bekannt als Resident Evil 8, Biohazard 8, Biohazard Village. Keine Ahnung, wie es sonst noch genannt wird. Ich bin mega gehypt. Ich bin mega gespannt, was das Spiel jetzt hier zu bieten hat. Was wir erwarten können. Ich habe mich null informiert und wie ihr mich kennt, ich spiele das alles blind und sowas ohne irgendwelche Hintergrundinfo. Ja, ihr habt gerade den Zusammenschnitt aus Resident Evil 7 gesehen. Jetzt wisst ihr, wie die Story geendet hat, denn wir knüpfen nahtlos an die Geschichte von Ethan an. Ich glaube, 3 Jahre oder sowas hieß es. Und ja, ich wünsche euch allen viel Spaß. Ich hoffe, wir haben alle gemeinsam etwas von diesem Spiel. Und ja, Leute, wir gehen einfach rein. Viel Spaß nochmal. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt.
Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe. Finster und stolz. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Und damit nochmals Hallo an alle da draußen. Wir beginnen das Spiel relativ idyllisch im Haus von Ethan mit seiner kleinen Familie. Wir müssen jetzt unsere Tochter erstmal ins Bett bringen. So, jetzt erstmal das Bett finden. Können wir auch schneller laufen. Sieht nicht danach aus. Das ist eine Abstellkammer. So, okay, bestimmt hier die Treppe hoch. Es wirkt alles noch ziemlich entspannt und ruhig. Das Baby quengelt ein bisschen, aber ich hab's ja gesagt, dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja, wer liest einem Kind so ein Buch vor? Das frage ich mich. So, wo könnte jetzt das Kinderzimmer sein? Bestimmt das hier. Nee, das ist die Dusche. Pass da, meine Kleine. Ah, hier ist das Kinderzimmer. Nee. Elternschlafzimmer. Ah, das Kind schläft bei den Eltern. Okay. Da wären wir, Süße. Legen wir das Kind mal rein. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Okay, das Kind scheint jetzt friedlich zu schlafen. Wir schauen uns mal hier die Umgebung an. Also das scheint das Arbeitszimmer zu sein. Was haben wir denn hier? Rose Lieblingsspielzeug. Das hier. Name Rosemary Winters. Geburtsdatum und blablabla. Untersuchungen, Hör- und Sehvermögen. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Kein Grund zur Sorge. Was war das? Die Uhr. Okay, das ist ein bisschen schreckhaft. 6.2.2021. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unserem Kopf umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig und Mia weiß das auch. Da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Okay. Also die haben sich scheinbar noch nie, also er wahrscheinlich eher als sie. Sie hat sich, glaube ich, noch nicht so ganz mit der Sache auseinandergesetzt.
Ah, das Familienalbum von vor der Geburt bis zur Geburt. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Okay, das Bild rechts unten sieht ziemlich lustig aus, muss ich zugeben. So, aber wir gucken mal weiter. Wir können ja jetzt hier ewig im Prinzip dieses Haus erforschen, aber wir wollen ja eigentlich ins richtige Gameplay eintauchen. So, was ist das? Schließen. Ja, hier gibt's nichts. Gut, gehen wir mal runter zur Frau, die hat bestimmt was zu erzählen. Okay, das Essen sieht lecker aus. Also, ich krieg zumindest gerade Hunger. Gut, Zwischensequenz. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! What? Mia! Okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht vorausgesehen. Alter! Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Mia. Habt ihr das vorausgesehen? Okay, das war heftig. Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? What? Was geht warum? Da? Ich meine, ihr alle, wenn ihr Resident Evil kennt, ihr kennt Chris Redfield. Was war das gerade? Los, Bewegung! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schafft ihn hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Okay, Leute, wir haben jetzt einen kleinen Moment hier zum
um das Ganze mal sacken zu lassen. Was ist da gerade passiert? Ich meine, Chris Redfield, ihr kennt den alle, ja? Ihr habt den schon zigmal in Resident Evil gespielt, wenn ihr es gespielt habt. Jetzt stürmt er einfach das Haus von Ethan, den er in Teil 7 am Ende gerettet hat, knallt seine Frau eiskalt ab und nimmt Baby und ihn mit. Was? Okay, also... Ich muss echt sagen, es wird sich wahrscheinlich Resident Evil typisch alles irgendwie aufklären, aber der Auftakt ist wirklich Hammer, wovon muss ich echt Sie? Sagen. Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist schon da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh fuck. Scheiße, was ist passiert? Okay, wir hatten scheinbar einen Unfall im Transporter. Ist das Schnee? Sieht so aus. Verschneite Landschaft. Wir sehen kaum was. Ich guck, kann ich mich irgendwie ducken? Ah, hier. Gibt's hier irgendwas? Ne, da können wir gar nicht rein. Hier ist eine verkohlte Leiche. Ah, da ist irgend. Da können wir ein Dossier lesen oder sowas. Missionsziele. Ziel eliminieren. Sorry. Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen. Bergen von Rosemary und Ethan Winters. Nichts von der Frau. Die Frau sollte sterben. Okay. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Okay, also das war das Missionsziel. Aber was war jetzt der Grund, dass wir hier so einen krassen Unfall hatten? Das war unser eigener Schatten. Können wir hier auch irgendwie... Nee. Okay, ich glaube, wir haben einen festen, vorgegebenen Pfad. Ah, hier sind Spuren. Auf jeden Fall ist hier jemand gelaufen. Ich vermute mal, es war Chris. Nee, es waren mehrere Personen. Hier gehen doch auch noch, oder? Nee. Doch noch eine Spur. Aber die teilt sich ständig. Okay, das ist komisch. Hier, wir sehen da eine. So breit ist kein Mensch, oder? Keine Ahnung, was wir... Welche Spur wir hier gerade folgen. Auch verloren. Was war das? Okay, hier liegt ein toter Rabe. 2 tote Raben. Aber auch wirklich ausgeweidet und sehr, sehr blutig. Also irgendwas ist hier... Irgendwas stimmt hier nicht. Weitere Blutspuren und noch viel, viel mehr tote. Ach du Scheiße, Leute, seht euch das an. Das ist ein ganzes Nest. Was hier, was war das? Okay, wir sehen halt wirklich extrem wenig. Ja, okay. Was ist das da vorne? Da hängt doch ein Körper, oder? Schauen wir es uns an. Nee, eine aufgehängte Krähe. Noch mehr. Wow. Okay, das wird echt gruselig gerade.
Was läuft hier rum, was Kreen an Seilen erhängt? Okay. Wow! Okay, wo kommst du her? Okay, das war jetzt schon so ein leichter Schockmoment, aber ich dachte, da kommen gleich noch ein paar größere. Aber jetzt sehen wir gar nichts mehr, der Nebel. Was ist das? Okay, wir müssen weiter, auch wenn wir nicht wollen. Gut, ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht zu gucken, ob es hier andere Wege gibt. Das ist jetzt was. Da ist gerade was vor mir gelaufen. Habt ihr es gesehen? Okay, ich will eigentlich gar nicht weitergehen. Aber wir müssen, Leute. Okay, kommt. Okay, wir haben eine Brücke erreicht. So, ja. Mal gespannt, wo wir jetzt hier gleich rauskommen. Was ist das? Ist das eine Hütte? Das ist eine Hütte. Oh nein, wieder so eine ekelhafte Holzhütte. Was ist das? Tote Schweine? Oh ja, die sehen irgendwie. Wow. Das ist ein Schweinemassengrab, so wie es aussieht. Ja. Und Blut an der Tür. Also jeder normale Mensch, der Resident Evil 7 selbst durchlebt hat, würde da jetzt nicht reingehen. Okay, was haben wir? Wir haben ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Plunder, Flaschen. Einfach... eine alte verlassene Holzhütte. Einmachgläser, hier haben wir was, was wir öffnen könnten. So, mal schauen. Ja, nichts drin, was wir jetzt gebrauchen könnten. Ein verstopftes Waschbecken. Okay. Zumindest tropft der Hahn jetzt nicht mehr. So, wir, ja, wir arbeiten uns langsam vor. Hier sind einige Medikamente und noch mehr Blut. Gibt's irgendwas, was wir hier looten könnten? Wohl eher nicht. Wow. Was war das? Okay, mich stört ein bisschen, dass wir so extrem eingeschränkte Sicht haben. Das macht schon mal die Grundstimmung sehr gruselig, finde ich. Hier ist auch nichts drin. Ja, also müssen wir dem viel Blut hier am Boden folgen. So, links, rechts, rechts gucken, okay. Oh nein, irgendein Keller. Okay, und nochmal muss ich betonen, jeder vernünftige Mensch, vor allem wenn er Resident Evil 7 durchlebt hat, würde jetzt schon gar nicht da unten reingehen. Warum tut er das? Aber wir müssen noch einen kleinen Rückblick. In der Szene, wo seine Frau getötet wurde, hat er vorher gesagt, er hat eine militärische Ausbildung bekommen. Also nicht unbedingt militärisch, aber eine Ausbildung. Also ich... denk mal, der ist jetzt auch schon so ein bisschen im Kampf geschult. Okay, vergammeltes Obst, noch mehr Einmachgläser mit das Gurken. Könnten Gurken sein, könnte aber auch alles Mögliche sein. So, hier, das geht nicht auf. Knoblauch. Noch mehr Knoblauch? Hat da jemand Angst vor Vampiren?
Hier haben wir was. Untersuchen, was ist das? Okay. Sieht ein bisschen creepy aus. Wow, was war das? Okay, hier geht's nicht mehr weiter, sehe ich das richtig? Nee. Aber hier scheint irgendwas in diesem Schrank zu sein. Auf jeden Fall enden die Blutspuren hier und hier klopft's auch. Okay, wollen wir reingucken? Ja, wir werden reingucken. Wir müssen reingucken. Okay. Eine verdammte Ratte. Was wollen wir wetten, dass ich mich jetzt am besten nicht mehr umdrehen sollte? Wow. Oh. Okay, was war das? Oh shit. Das Schlimme ist ja, wenn man schon damit rechnet, dass jetzt was passiert und eigentlich weiß, dass was passieren muss, und man trotzdem erschreckt. Das ja gut, wir müssen wieder raus. Also, oder wir haben was übersehen, aber ich glaube nicht. Aber irgendwas war oben gerade. Oh. Okay, jemand hat einen Schrank umgeworfen. Dankeschön. Okay, wir kommen trotzdem durch. Wie ist das passiert? Wow. Da war irgendwas sehr kräftig. Okay, dann weiter. Oh, aber es ist schon heller. Wir können was sehen. Ah, wir können jetzt sogar rennen. Cool. Okay, jetzt geht's ein bisschen flotter. Wo zum Teufel bin ich? Okay. Burg Dracula oder was? Oh, wir haben eine Krähe, die noch lebt. So, okay. Okay, eine weitere verlassene, zerstörte Holzhütte. Und ein Pferd. Das. Warum sind die Augen so schwarz? Das dampft und sieht eigentlich auch ziemlich verkohlt aus. Das ist komisch. Okay. Noch mehr Knoblauch. Hier liegt überall Knoblauch. Also. Als hätten die Bewohner Angst gehabt vor Vampiren. Vielleicht sind sie unterwegs. Okay, wir haben unser erstes. Rätsel, wir müssen ein Schloss scheinbar knacken. So, aber hier ist jetzt nichts. Schau mal weiter. Ah, da ist noch eine Tür. Das sieht aus wie ein Schweinestall. Kann das sein? Was haben wir hier? Noch mehr Häuser.
gewesen. Was war das? Ich hatte einen Ast geknackst. Definitiv. Das sieht auch so aus, als könnten wir das bedienen. Oder müssten das bedienen. Ja, das ist hier wie so eine... Okay. Wie eine kleine verlassene Siedlung. Okay, das ist nur ein Stall, hier ist nichts. Ich gehe nochmal kurz ins Haus. Ich will wissen, was wir jetzt finden würden, wenn wir hier drumherum gehen würden. Wie weit wir kommen. Okay, Sackgasse. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nein. Okay, hier sind noch mehr zerfallene Häuser. Ich würde sagen, wir arbeiten uns so ein peu à peu hier durch, damit wir den Überblick bekommen. Okay, hier ist ein Schloss. Do not enter. Okay, ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen, sobald wir hier alle Rätsel gelöst haben in dem Bereich. Und hier tut sich gar nichts. Okay, dann schauen wir uns mal hier die Gebäude an. Also irgendwas müssen wir auf jeden Fall finden, damit wir diese eine Schublade von eben aufmachen können. Da wird irgendwas Interessantes drin sein. Was haben wir hier? Nix. Was ist das? Hier verloren. Ja, das passt irgendwie so gar nicht hier rein. Auch dieses... Hört ihr das auch? Das ist doch Musik im Hintergrund. Woher kommt die? War die auch schon... Ne, wenn wir aus dem Gebäude rausgehen, ist die Musik weg. Nähmaschinen. Kann das vielleicht die von der Vorgeschichte was sein, aus diesem Märchenbuch? Wir gehen einfach mal weiter. Wow. Ziegenköpfe aufgehangen. Nicht sehr schön. So, der Traktor hier läuft noch. Das kann eigentlich rein... Was ist das denn? Ja, das kann rein nicht allzu lange her sein. Ich meine, wie lange soll der Traktor hier laufen? Irgendwann geht er doch auch kaputt oder aus. Okay. Wir haben Friedhof, Werkstatt und Zeremonieplatz. Was war das? Irgendwas Interessantes? Nein. Also bisher haben wir nichts gefunden. Ist aber, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Was ist das? Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres kein Zutritt. Okay, brauchen wir auch einen Schlüssel. Da
Das ist abgesperrt. Ah, Resident Evil, typische Insignien. Okay. Das ist eindeutig, da brauchen wir einen speziellen Schlüssel mit so einer Insignie dran. Das ist das einzige Haus, wo eine Fackel vorleuchtet. Wo auch die Tür bereitwillig aufgeht. Ja gut, auf und zu, okay, ist eher der Wind. Aber hier haben wir auch nichts. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir hier in dieses Gebäude rein müssen. Und ja Leute, ich würde sagen, wir belassen uns jetzt erstmal dabei. Ein kleiner Auftakt für das Resident Evil Village Let's Play. Die Atmosphäre finde ich schon mal sehr geil. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr bisher davon haltet. Also, ich finde es bisher wirklich gut gemacht. Auch so generell dieser Auftakt, was ist da los mit Chris Redfield? Warum hat er Ethans Frau jetzt ermordet? Warum ist das Kind entführt? Und warum ist unser Transporter verunglückt? Und was ist vor uns im Wald gelaufen, wo wir die Beine kurz gesehen haben? Alles interessante Fragen. Was ist oben in dem Schloss? Was machen wir überhaupt? Und ja, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Morgen gibt es die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Dann wird es eventuell schon ein bisschen actionlastiger. Ich wollte jetzt extra für die erste Folge das ein bisschen langsam angehen lassen und mal so ausloten, wie das Spiel jetzt ist. Aber mir gefällt's. Und ja, bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!